Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Urban Empire hier in Schulenburg, genauer genommen in Verte, wie dieser Bezirk korrekt ausgesprochen wird, wie mir gesagt wurde, und zum neuen Messezentrum hier. Das sieht wunderhübsch aus, finde ich. Da hinten sieht man so ein bisschen den Hafen, da hinten sieht man Kirchhain. Verte ist leider noch nicht so richtig dicht besiedelt hier. Um es mal so auszudrücken. Wir haben hier zwei Kaufhäuser. Jo, aber das war es leider auch schon. Ne? Ansonsten jede Menge öffentliche Einrichtungen hier. Jede Menge Picknickparks haben wir. Infrastruktur ist da, nur die Leute wollen noch nicht so recht einziehen. Hängt mit der Weltwirtschaftskrise zusammen, in der wir uns immer noch befinden. Und das ist halt ein geskriptetes Ereignis, ne? Weil hat in der echten Welt halt auch stattgefunden. Von ungefähr 1929 ging das los mit dem großen Börsencrash, so sagt man, und erstreckte sich ja bis nach, nach dem Zweiten Weltkrieg im Prinzip. Ne, wir sehen hier, die Nachfrage steigt und so, und wenn es hier aber noch ein bisschen läuft, dann sehen wir auch, dass hier ganz viele tote Unternehmen sind einfach. Und hier entstehen Arbeitsplätze gerade. Ich habe ja versucht, das so ein bisschen abzumildern, diese Effekte, ne, indem wir hier Kunststoff und sowas. Oh, im Moment gibt es so einen kleinen Aufschwung tatsächlich. Aber hier sehen wir, ne, sterbende Unternehmen überall. Indem wir halt Kunststoffe fördern und lauter so eine Sache. Ne, das habe ich halt irgendwie versucht, da ein bisschen gegenzuarbeiten, gegen die Weltwirtschaftskrise. Aber ich meine, was willst du als kleine Stadt gegen eine Weltwirtschaftskrise machen? So, und schon sehen wir, die Erholung verlangsamt sich. Also wir müssen in die nächste Epoche kommen, ne, und dann wird die Weltwirtschaftskrise vorbei sein auf jeden Fall. Das heißt, noch 4 Jahre durchhalten. Da haben wir es geschafft, obwohl wir uns gerade echt erstaunlicherweise erholen. Ne? Hier wird sogar eine neue Industrie gebaut. Was wird denn hier gebaut? Pharmaindustrie. So, und hier kommt schon wieder der Zirkus. Ja, wir bleiben mal optimistisch. Ich will diese Eigenschaft eigentlich haben. Aber es scheint mir... Doch, doch, das funktioniert. Cool. Wohlwollend plus 1 bei allen Parteien. Fortschrittlich sind wir. Einzelgängerisch sind wir. Und sanft sind wir einzelgängerisch. Na gut. Da hätte ich natürlich lieber populär oder sowas, statt einzelgängerisch. Ne? Das würde uns wahrscheinlich die Zuneigung der Bevölkerung sichern. Also ein bisschen haben wir uns erholt, aber nicht wirklich, leider. Ich hoffe, das papierlose Büro wird da nochmal so einen kleinen Schub bringen, ne, damit wir nicht vorm nächsten Periodenwechsel einfach pleite gehen. Was haben wir hier? Ein Ratsmitglied der Partei der Mitte geht häufig ins Kino. Was für Filme schaut... schaut sie sich eigentlich an. Laut ihres Assistenten hat sie eine Vorliebe für geschmacklose Horrorfilme. Als Ratsmitglied sollte sie aber doch einen deutlich besseren Geschmack haben. Was tun sie? Sie streuen Gerüchte über ihren schlechten Geschmack in Fragen der Kultur. Braucht man nicht, ne? Wir behalten diese Information im Hinterkopf. Dann haben wir was gegen eine richtig große Partei hier in der Hand. Und können die Partei der Mitte dann einmal erpressen damit. Yeah. So, also sieht hier von dem Wachstumszahlen gar nicht so schlecht aus, ne? Unser Saldo ist natürlich noch richtig, richtig scheiße. Da müssen wir mal gucken. Also es kommen harte Zeiten auf uns zu. Wir halten das, glaube ich, bis zum Epochenwechsel durch. Mit einem knappen Plus. Müssen natürlich mal gucken, wie sich der Zweite Weltkrieg hier auf unsere Stadt auswirkt. Da habe ich gar keine Ahnung. Die Partei der Mitte schätzt sie so sehr, dass sie eingeladen wurden, eine Rede auf dem Parteitag zu halten. Wie reagieren sie? Natürlich machen wir. Warum nicht? Ne? Prominent. -2 einzelgängerisch. Wir machen das mal. Ihre Rede war ausgezeichnet und wurde mit lautem Applaus von den Mitgliedern der Partei der Mitte quittiert. Yay! So, gucken wir mal, sind wir unser einzelgängerisch sind wir damit losgeworden. Das finde ich sehr gut. So, wie sieht es denn hier aus mit dem Stimmrecht für Frauen ab 21? Sehr gut sieht es damit aus. Die Freizis sind dagegen, alle anderen sind dafür. Es steht außer Frage, dass die nächsten 20 Jahre die Büroarbeit revolutionieren werden. Was wir tun, wird das Büro verändern, wie Flugzeuge das Reisen und das Fernsehen das Familienleben verändert haben. Das finde ich sehr gut. Papierloses Büro gibt uns
ja, ein Malus für die Papierindustrie. Das ist in der Weltwirtschaftskrise eh egal. Aber die Einnahmen größerer Unternehmen erhöhen sich, ne? Einfach weil die nicht mehr so viel Geld für Papier, Drucker und so weiter aufbringen müssen. Upgrade fürs Messezentrum, das Wissenschaftszentrum, nehmen wir einfach mit. Und die elektronische Post, verringerte Betriebskosten der Stadt, das wollen wir natürlich auch haben. So, und jetzt gucken wir mal. Wir sind ja schon forschungstechnisch in Epoche 4. Was wir uns als nächstes gönnen werden, schönes Mobilfunk. Da wären wir natürlich richtig weit voraus. Busnetz mit LED-Beleuchtung. Ein Busnetz verbessert das physische Umfeld des Bezirks. Oh, das wäre aber super nice, muss ich sagen. Weil wir Durchsetzung von Sendezensur. Nee. Weil wir dadurch mal was für unser physisches Umfeld wieder tun könnten. Ich sehe hier Gründerzentrum, wäre wahrscheinlich auch Technologiezentrum, ne? Städteanwohnern. Ach so, ich dachte, es macht irgendwie was für die Wirtschaft. Umweltschutz wäre auch so eine Sache, die super wichtig wäre. Ne, da müssen wir Solidarität, dann Barrierefreiheit oder die Organtransplantation und dann Elektrooptik. Es gibt eine Solidarität. Ach so, das Community College. Also physisches Umfeld durch Busnetz finde ich super interessant, muss ich sagen. Videospiele würde mich auch super interessieren. Aber wir müssen ja so ein bisschen gucken, was brauchen wir tatsächlich. Eine schöne Mülleimer. Oh, schöne Mülleimer. Also wenn das... Wir machen vielleicht erstmal das Busnetz, ne? Und dann arbeiten wir uns hier drüben so ein bisschen durch. Ich weiß noch nicht genau wo. Zulassung von DNA, obligatorisch Rauchmelder. Oder lieber hier, Behindertenparkplätze. Ampel mit Ton. Erhöht auch das physische Umfeld im Bezirk. Boah, wisst ihr was? Wir gehen sofort hier unten drauf. Und wir fangen mit der Solidarität an. Machen dann die Barrierefreiheit und dann den Umweltschutz. Ich denke, das ist wenigstens noch so ein bisschen im Rahmen des, der zeitlichen Epoche hier. Ich meine, wir haben schon Satelliten erforscht, sind damit locker ein paar Jahre zu früh dran. Papierloses Büro ist auch schon locker zu früh und Mobilfunk aber jetzt schon vor dem Zweiten Weltkrieg zu erforschen, da sträube ich mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, muss ich zugeben. Ja, ist einfach so. So, und dann gucken wir mal hier die elektronische Post, ob wir die irgendwie durchbekommen. Ich hoffe schon, ne? Ich meine, Kosten sparen ist doch super. Elektronische Post. Briefe elektronisch zu versenden, klingt nach Science-Fiction. Und doch gibt es jetzt die erforderliche Technologie. Die Regierung sollte in diese neue Technologie investieren und sie fördern. Mit ihrer Hilfe können wir die Kommunikation nicht nur extrem beschleunigen, wir verringern auch unsere Abhängigkeit von gefährlichen Industrien wie der Holzgewinnung und Verarbeitung. Und wer weiß schon, wohin solche Entwicklungen wie elektronische Postfächer uns noch führen werden. Richtig, verringert unsere Ausgaben um 10% und das lohnt sich richtig. Ich schlage das vor, wir müssen das irgendwie durchbringen. Zwei große Parteien sind dafür, alles klar, geht durch. Hiermit wird der Antrag gestellt, dass die Regierung in die E-Mail-Technologie investiert und sie fördert. In Ordnung. So, wir gucken uns das an, das müsste locker durchgehen, ne? Die mögen uns hier super doll, deswegen bitten wir die auch einfach nochmal, das zu unterstützen, ne? Ja, Schulenburg wird dadurch stärker werden. Dann sind die wenigstens so in der Mitte, irgendwie. Das ist schon okay. Also wir haben eine Mehrheit dafür. Wir haben hier bei dieser Partei 21 Ratsmitglieder. Die Sozialdemokraten bringen auch nochmal 11. Und die sind beide wild entschlossen, das durchzubringen. Haben damit schon 32 Stimmen auf ihrer Seite, wenn alle dafür stimmen tatsächlich. Und das sollte hinhauen. So, dann gucken wir uns mal an das papierlose Büro. Mit dem Aufkommen von Computern wird viel darüber geredet, wie Büroarbeit revolutioniert werden kann. Jeder ist genervt von Tonnen von Papier und riesigen Archiven. Ihre Stadtverwaltung überlegt daher, wie sie das papierlose Büro am besten im öffentlichen Sektor umsetzen kann. Was raten Sie? Archive digitalisieren lassen oder die regelmäßigen Mitteilungen digitalisieren machen? Das bringen wir sowieso durch, ne? Ja, deswegen nehmen wir einfach alle Archive digitalisieren und das bringt uns...
Laufende Kosten. Achso, das ist hier die Effizienz, glaube ich, ne? Für alle kommunalen Einrichtungen plus 1. Und außerdem Ausgaben pro Monat für alle kommunalen Einrichtungen plus 15%, aber. Das finde ich nicht gut. Naja, macht nichts. Wir werden Kosten sparen, das kann ich euch auch ganz kurz zeigen, wenn wir hier in die Stadtdaten reingehen, ne? Einnahmen der Stadt. Gehen wir einfach zu den Ausgaben rüber und dann schauen wir mal. Ne? Die Infrastruktur kostet uns 3 Millionen auf jeden Fall. Und die Bezirke auch 3 Millionen. Also, ja, das ist hier leider schlecht aufgeschlüsselt. Viel schlechter, als ich dachte. Aber wir werden wahrscheinlich eine Kosteneinsparung erleben. So, aber guck mal, das Stimmrecht müsste ja auch bald durchkommen. Das hält sich jetzt im Moment hier. Wird ein bisschen besser vielleicht. So, was geht hier bei der elektronischen Post ab? Ach man, die habe ich auch gerade erst auf meine Seite gezogen gehabt, Leute. Das hört auf hier. So, hier wird wenigstens so ein bisschen gebaut ab und zu. Die Nachfrage ist da. Aber wir sehen halt Weltwirtschaftskrise, Unternehmen sterben am laufenden Band. Ich weiß nicht, wie oft ich in dieser Folge schon das Wort Weltwirtschaftskrise benutzt habe. Oh, und Fährte wird gebaut. Geil, Fährte explodiert plötzlich. Die Bürgermeisterwahl rückt näher. Der Stadtrat wird bald den neuen Bürgermeister von Schulenburg wählen. Ja, toll. Deutscher vom Brown Bomber im Rückmatch überrollt. Der Amerikaner bombardierte Schmeling ohne Pause. Der Deutsche hatte dem nichts entgegenzusetzen, sodass der Amerikaner den Titel als weltbester Boxer zurückholte. Ja, Max Schmeling, ne? Super berühmter deutscher Boxer. Ich weiß gar nicht, wer der Brown Bomber war. Habe ich keinen Namen im Kopf. Hindenburg stürzt ab. Oh, die armen Menschen. Ein verheerender Wasserstoffbrand auf der Hindenburg läutet das Ende der Verkehrsluftschifffahrt ein. Schade. Ach, Leute, ich bin dumm, ne? Ich meine, Fährte explodiert hier so schön. Ne, wir sehen, hier werden einfach mal Wohnhäuser gebaut. Wunderbar. Wir sind hier für die Fortschrittspartei. Im Großen und Ganzen. Hier haben wir noch so ein kleines Kaufhaus. Und hier haben wir noch zwei Kaufhäuser. Also Kaufhäuser sind gerade mega im Trend. Es sieht alles schön nach Neubau aus hier, ne? Also wir haben nicht diese gemütlichen Häuser, sondern schon etwas moderner hier tatsächlich. So, aber wir können doch hier ein Upgrade draufhauen, ne? Das Wissenschaftszentrum. Mensch. Persönliches Wachstum vom Messezentrum aus plus 2. Ich hoffe, das kommt durch. In Ordnung. So, und dann gucken wir noch mal ganz kurz in den Bezirk rein bei der Gelegenheit. Verkehr. Verkehr, alles easy. Alles im grünen Bereich. So, die Wirtschaft boomt nicht direkt, aber dafür, dass wir uns in der Weltwirtschaftskrise befinden, doch schon. Boah, und die Läden, ne, die wollen hier mehr Läden bauen. Deswegen explodiert Fährte auch gerade so. Weil die Leute hier einfach mehr Läden haben wollen. Okay, also es geht wieder so ein bisschen aufwärts mit der Stadt. Ne? Man sieht es noch nicht am Finanziellen. Aber die Nachfrage ist immerhin da. Wir erholen uns also langsam. Wird auch Zeit, ne? Viel ist hier nicht mehr übrig. Was heißt, viel ist nicht mehr übrig? Stimmt natürlich nicht, aber... So, wir stimmen ab über... Achso, über das Upgrade des Messezentrums. Ja, geht locker durch. Wunderschön. So, das Stimmrecht müsste jetzt auch soweit sein. Ah, noch nicht. Bitte. Na gut, dann eben erst die elektronische Post. Na, Verordnung verringert die Betriebskosten der Stadt. Abstimmung beginnen. Wir sind jetzt bei minus 727.000 wieder. Also es schwankt immer so zwischen 6,8 und 7,5, ne, die wir im Minus sind. Also, und dann gucken wir mal, ob uns das so einen kleinen Boost wenigstens gibt hier. Na, 10%, das könnten an die 300.000 sein. Ja, tatsächlich. Wow, 400.000 sparen wir uns damit im Monat. Ungefähr. Das ist super gut. So, Stimmrecht für Frauen. Alle Frauen ab 21 dürfen dann
eine eigene Meinung haben, beziehungsweise auch eine andere Meinung als die ihres Ehemannes. Und das gibt uns noch mal ein bisschen Wissenschaft, Denkleistung in der Universität und für die Frauen natürlich das persönliche Wachstum und das soziale Leben netto um +4 erhöht. Es ist passiert. Frauen dürfen wählen. Frauen im ganzen Land haben das Recht erhalten, genau wie die Männer, wählen zu gehen. Das neue Gesetz gibt Frauen ein Privileg, das Männer schon seit Jahren genießen. Ich bin zutiefst enttäuscht, erklärte Baron Foldenhand, einer der größten Gegner des Gesetzes. Die Organisation für die Rechte der Frauen, ORF, hat einen Kommentar herausgegeben, in dem sie dieses Ereignis als einen ruhmreichen Schritt vorwärts bezeichnet, der alles übertrifft, auf das wir vor 10 Jahren zu hoffen wagten. Sehr schön. Deutscher vom Brown Bomber im Rückmatch überrollt. Achso, hier, der braune Bomber wurde zerbombt. Die deutsche Überlegenheit zeigt sich im Boxring, als einer der besten Boxer aller Zeiten vom Deutschen Reich geschlagen wird. Ja, also die sind hier, ne, das Rückmatch hatten wir früher als das Hinmatch in der Zeitung. Macht nichts. So, die Parteien des rechten Spektrums hier haben wir ganz gut im Griff, denke ich. So, da sehen wir, den Frauen geht's besser. Fährte wächst und wächst und wächst. Solidarität, was haben wir dann da? Während die Gesellschaft immer reicher wird, fangen die Leute an, sich mehr um das Wohlergehen anderer zu sorgen. Das Bewusstsein über das Schicksal von anderen Menschen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Grenzen von Swarelia, wächst. Wie kann man dieses wachsende Wohlwollen am besten teilen? Wir gucken mal, freiwillig. Da hätten wir Schutz des Urheberrechts. Hiermit wird der Antrag gestellt, dass das Recht am geistigen Eigentum anerkannt und geschützt werden soll. Es gibt uns Denkleistung für den Funkturm, okay. Erwachsene und Jugend bekommen mehr Spaß. Durch den öffentlichen Sektor, könnten wir sagen. Oder durch außerstaatliche Organisationen. Ja, wir bringen einfach mal den Schutz des Urheberrechts jetzt einfach voran. Die Freizis sind dafür, alle anderen wissen nicht so recht. Mal gucken, was das macht. Hiermit wird der Antrag gestellt, dass das Recht am geistigen Eigentum anerkannt und geschützt werden soll. Ich bitte darum. Ja, und hier sieht es jetzt schon wieder ganz anders aus, ne? Wahrscheinlich, weil die uns so mögen. Sind die dann eher dafür, als sie es nach ihrer politischen Positionierung aus wären? Die Partei der Mitte mag uns total. Das Wohlwollen, die Ruheposition steigt bei denen auch nochmals, finde ich sehr gut. Und die Leute werden eher dafür abstimmen. Unternehmen verlangen nach neuer Urheberrechtsgesetzgebung. Ratsabstimmung findet nächste Woche statt. Das Bedürfnis nach einer Gesetzgebung, die verhindert, dass Unternehmen die Dienstleistungen oder Produkte anderer Unternehmen einfach kopieren, wird immer größer. Besonders deutlich wird dies in Branchen, wo die Entwicklung Jahre in Anspruch nimmt und Millionen kostet. Die Liberalen lehnen diese Idee jedoch ab, denn wir können es nicht zulassen, dass Informationen Eigentum von Firmen oder Einzelpersonen werden. Aha. Ja, früher war das ja so, ne, da konnte man wirklich die Produkte einfach herstellen. Da haben sich die Gilden dann geschützt, ne, hatten auch ihre Berufsgeheimnisse. Also wie man bestimmte Dinge herstellt, wurde da streng geheim gehalten. Und ja, es war einfach gesetzlich verboten, dass Leute zum Beispiel Schmiedewaren anbieten, ne, wenn sie halt nicht in dieser Vereinigung drin waren. Und da ist die Urheberrechtsgesetzgebung oder Urheberrechtsschutzgesetzgebung schon ein deutlicher Fortschritt. So, gucken wir mal. Wir beginnen hier mit der Abstimmung. Alle sind dafür. Wir haben die so beeinflusst durch unser Bürgermeistersein. So, alle haben mehr Spaß. Na, ist klar, weil einfach eine größere Produktvielfalt sich durchsetzen kann. Neue Urheberrechtsgesetzgebung genehmigt. Der Reichsrat entschied letzte Woche, dass die viel debattierte Gesetzgebung zum Urheberrecht genehmigt wird. Sobald sie in Kraft getreten sein wird, können Unternehmen für jedes von ihnen erfundene Produkt eine Markenkennzeichnung beantragen. Will eine andere Firma dasselbe Produkt herstellen, muss sie zuerst die Genehmigung des Eigentümers der Marke erhalten. Tada! So, super schön. Haben wir durchgebracht. Kindergeld und kostenlose Hörgeräte. Na, schauen wir mal. Und das Community College, ne, das ist eigentlich eine Sache, wenn wir uns die Uni hier angucken, die wir schon drauf haben. Kann man das hier sehen, wie die... Nee, kann man leider nicht sehen. Na, schade. So. 3,5k im Minus.
3,5K. 3,500K. Die Fortschrittspartei hat die Wahlen gewonnen. Okay, diese Partei der Mitte wurde mit 29% Unterstützung. Achso, die Partei der Mitte wurde mit 29% Unterstützung zweite. Also es hat sich nicht viel geändert, würde ich sagen. Wir schauen uns das an, wenn der Monat vorbei ist, in den Stadtdaten. Da müsste auch gleich die Bürgermeisterwahl eingeleitet werden. Abstimmung über neuen Bürgermeister, ganz genau in Ordnung. Hoffnung für die schwächelnde Wirtschaft. Oh, jetzt schon. Märkte können sich von Zusammenbrüchen und Depressionen erholen. Wie schnell das geht, hängt davon ab, wie gut Schäden an der Wirtschaft behoben werden, wie gut Amortisationen gehandhabt werden, ob Preise für nationale Produkte steigen, wie die Währung performt etc. Anzeichen für einen Aufschwung in einem beliebigen Bereich müssen nicht bedeuten, dass alles wieder in Ordnung ist, können aber Grund zur Hoffnung sein. So, was haben wir denn hier? Laute Partys in Fährte. Na toll. In Fährte finden viele gesellige Treffen und Partys statt, was für viel Unruhe sorgt. Ja, Fährte. Wir sehen, es wächst, es wächst, es wächst. Es sind bereits zahlreiche Beschwerden wegen des Lärms eingetroffen. Was tun Sie? Sie bitten darum, dass laute Partys um 22 Uhr beendet werden müssen. Nichts. Das ist ja nicht unser Job. So, das gibt uns physisches Umfeld für Senioren in Fährte minus 1, aber dafür haben die Leute mehr Spaß in Fährte. Yes! Diejenigen, die sich beschwert haben, waren über ihre Aussagen sehr wütend, aber zumindest halten die Parteigänger aus Fährte sie für cool. Geil. Was wollte ich eigentlich gerade? Ach so, ja, klar, ich wollte hier die politische Unterstützung mir anschauen. Also, die Sozialdemokraten immer noch mit 11 Ratsmitgliedern, die haben, glaube ich, 1 Prozentpunkt dazu bekommen. Die Fortschrittspartei hat 1 Ratsmitglied verloren. Die Partei der Mitte ist, glaube ich, auch immer noch gleich, so ziemlich. Ne? Freizi ist immer noch einer, Christdemokraten sind 2. Die Zentrumspartei hat ein bisschen zu... Ah nein, die Kommunisten haben 1 Stimme dazu bekommen, auf jeden Fall. Und die Zentrumspartei weiß ich gar nicht, bei 6, könnte gleich geblieben sein, ungefähr. Also wir haben hier eine leicht linkslastige Gesellschaftsausprägung, ne, und so zwischen konservativ und liberal, weiß ich nicht, ja, konservative Parteien vertreten, aber die liberale Partei hier ist am stärksten, deswegen, ja, wir sind leicht rechtskonservativ im Durchschnitt, würde ich sagen, aber die Macht wird linksmittig ausgeübt. So, da sehen wir, ne, fertig, hier, alles wächst. Hier werden lauter neue Dinge gebaut. Das finde ich gut. In Kirchhain sehen wir auch hier. Im Umfeld halt dieser neuen Institution werden die Häuser ziemlich geupgradet. Hier der halbe Block. Der halbe Block stimmt natürlich nicht, aber der Viertelblock ist schon geupgradet worden. So, und die Wirtschaft. Ah, ich wollte gerade sagen, hier wird auch gebaut, aber nein, das sind nur diese gelben Backsteinziegel, beziehungsweise gelbe Ziegel, Backstein, weiß ich nicht. Ist Backstein? Ja, nein, weiß nicht. So, auf jeden Fall erholt sich die Stadt wieder so ein bisschen. Wie sieht es denn aus mit der Bürgermeisterwahl? Alter, Leute, hier, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ich bitte euch. Ja, Entscheidung wird natürlich für eine bessere Zukunft sorgen, ganz klar. Hat uns nur 0,5 gekostet und plus 3 gebracht. Damit sind die jetzt bei 0? Ja, okay. So, die Sozialdemokraten werden wir ja auch mal ein bisschen beeinflussen. Ne, es sind die Kommunisten, ich wollte gerade sagen. Die Sozialdemokraten, hier mit Wohlwollen 0? Niemals. So, Wohlwollen 10, da fordern wir auch mal. Wie machen wir das? Zeitungsartikel. Ne, hauen wir 3 Wohlwollen raus. Und es gibt uns 4 Zustimmung. Sie haben ihre Forderung sehr gewandt an den Mann gebracht und jetzt sind zumindest einige Mitglieder der Partei gewählt, sie bei der Abstimmung zu unterstützen. Das möchte ja wohl auch sein. So, und da haben wir hier noch die gute alte Partei der Mitte. Da können wir auch ruhig mal fordern. Wichtigkeit des Antrags und deswegen brauchen wir unbedingt Unterstützung. Oder wird die Gesundheit der Nation verbessern? Der ist wichtig, wir brauchen Unterstützung. Die Partei der Mitte mag sie, also braucht es nicht viel, ein paar Ratsmitglieder auf ihre Seite zu ziehen. So, 2 Wohlwollen haben wir eingebüßt, plus 3 haben wir dazu bekommen. Die sind jetzt bei 7 und 8 hier, die sind bei 0. Ja, gucken wir mal, ich werde die nochmal beeinflussen.
Je nachdem, wie das jetzt läuft hier. So, und wir wachsen und wachsen und wachsen. Das finde ich schön. Es gibt 7 Sünden einer Gesellschaft. Politik ohne Prinzipien, Wohlstand ohne Arbeit, Genuss ohne Gewissen, Wissen ohne Charakter, Geschäfte ohne Moral, Wissenschaft ohne Menschlichkeit und Religion ohne Opfer. Ach, Religion ohne Opfer, finde ich gut. Also es müssen Opfer gebracht werden, nicht unbedingt Menschenopfer jetzt. So, wir wollten die Barrierefreiheit erforschen auf jeden Fall. Ne? Hier gucken wir gleich Community College, ob wir da tatsächlich noch ein Upgrade draufziehen können oder ob wir das schon haben. Kostenlose Altenpflege, ja, das hört sich gut an, Ampel mit Ton. Klar. Na, da haben wir piepsende Ampeln. So, in der Stadt. Das Community College. Ich meine, das haben wir schon mal gebaut. Vielleicht heißen die einfach nur gleich. Zufällig. Ne, seht ihr? Haben wir schon. Okay, gut, meinetwegen. Dann gehen wir nochmal zur Bürgermeisterwahl gucken. Leute, was ist hier los, ne? Wir, ja, Wohlwollen 9, da fordern wir nochmal. Ja, Sie müssen verstehen, wie wichtig diese Abstimmung ist. Besonders für mich und meine finanzielle Situation. Ja, Sie stehen in freundschaftlichen Beziehungen zu der Fortschrittspartei und dies führt dazu, dass einige der Ratsmitglieder sich bereit erklären, Ihnen zu helfen. Ja, finde ich sehr gut. 3,5 hat uns das gebracht direkt. So, dann bitten wir hier nochmal ganz vorsichtig, ne? Die Stadt braucht ihre Hilfe wirklich, tatsächlich. Einige Ratsmitglieder der Sozialdemokratischen Partei Svarelias waren von ihrer Ansprache inspiriert, andere eher genervt. Ist mir egal, solange die für mich stimmen. So, und da haben wir hier nochmal diese wunderbare Partei der Mitte. Ja, ich spendiere allen ein Bier, wenn sie mich unterstützen. Machen wir heute einfach mal ganz plumper Wahlkampf hier. Sie haben mit ihrem großzügigen Angebot ein paar Stimmen dazu gewonnen. Super. So, 10, 9, die sind bei 4. Das sollte hinhauen. Da bin ich der festen Überzeugung. So, und jetzt gucken wir uns noch die Verordnung an, die wir hier gerade durchbringen können. Kostenlose Hörgeräte. Senioren brauchen besondere medizinische Aufmerksamkeit. Ein Nachlassen der Hörfähigkeit ist unter älteren Mitbürgern recht verbreitet. Und dann hören die piepsenden Ampeln nicht und werden überfahren. Diese Menschen haben jahrzehntelang mit an der Verbesserung Svarelias gearbeitet. Ist es jetzt zu viel verlangt, ihnen kostenlos relativ günstige Hörgeräte zur Verfügung zu stellen? Man sollte außerdem auch an das Geld denken, das gespart wird, weil durch verringerte Hörfähigkeit verursachte Unfälle vermieden werden. Seht ihr? Gibt es eine Ampel? Sage ich doch. So, physisches Umfeld für Senioren und Gesundheit für Senioren kostet uns was? Die Klinik kostet uns 2000 mehr pro Monat. Bitte, Leute, da müsst ihr einfach dafür sein. Und Kindergeld. Oh ja, das wird ein bisschen teurer. Aber das sollten wir auch in Angriff nehmen, denke ich. Gesunde und gut ausgebildete Familien sind der Schlüssel zur Zukunft. Es ist nicht nur moralisch, das richtige Geld für die Erziehung von Kindern zur Verfügung zu stellen. Es ist außerdem einfach wirtschaftlich extrem sinnvoll. Wollte ich gerade sagen, ne? Ja, wenn man sich das hier anguckt, dann sieht man, die Ausgaben der Stadt steigen zwar um 15%, aber die Jugend und die Erwachsenen haben dadurch mehr Geld zur Verfügung. Das wird in die Wirtschaft investiert, das Steueraufkommen erhöht sich, ne, und wir haben im Endeffekt mehr Einnahmen. Alle haben gewonnen. Ne? Die Leute haben mehr Geld für Dinge, die sie brauchen und der Staat hat mehr Geld durch Steuern, weil die Unternehmen mehr Zeug verkaufen. Allen geht's gut. Ja, und den gleichen Effekt, da kam letztens auch in den Nachrichten, ich glaube vorgestern war das, konnte man auch bei der Flüchtlingskrise im letzten Jahr beobachten. Da hat man jetzt festgestellt, Deutschland hat einen Rekordüberschuss erzielt, einfach. Und das kam halt dadurch, dass halt ganz viele Güter für die Flüchtlinge gekauft wurden, einfach. Ne? Also es war im Prinzip wie ein Konjunkturprogramm, mit dem wir außerdem den Flüchtlingen geholfen haben, ne? Bis dann unsere Wackelkanzlerin sich ein bisschen umentschieden hat. Und ja, die Wirtschaft hat davon profitiert, ne? Der Staat hat dann durch die Steuereinnahmen davon profitiert, die Flüchtlinge haben davon profitiert und der Gesellschaft schadet das, glaube ich, auch nicht wirklich. So, für jedes Kind wird ein bestimmter Betrag bezahlt, in Ordnung. So, gucken wir uns mal an, wie sieht es denn aus? Kostenlose Hörgeräte, geht auf jeden Fall durch. Kindergeld geht auch auf jeden Fall durch. Alles klar, da müssen wir uns keinen Stress machen hier. So, die sind bei 9 und bei 10.
Ja, okay, also sehr dicht beieinander auf jeden Fall. Es ist niemand wirklich dagegen, ne? Deswegen, das sollte hinhauen. Allerdings, Jungs und Mädels, werden wir uns damit erst beim nächsten Mal beschäftigen, denn für heute ist diese wunderbare Folge schon wieder vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal natürlich wieder mit dabei seid, wenn wir beobachten, wie Fährte wächst und boomt und es unserer Stadt inzwischen wieder deutlich besser geht. Also wenn die Nachfrage jetzt hier tatsächlich so hoch bleibt, mache ich wirklich einen neuen Industriebezirk. Macht's gut und bis dann, Jungs und Mädels. Ciao.